Gnome. Kann ich zufällig? Ich meine, beim Ghoul hat es ja recht gut geklappt. Oh ja, den Häuptling. Ach, jetzt werfen die hier nach oben, oder wie? Hätten wir jetzt nur eine Armbrust mit ein bisschen mehr Schaden? Ich will den Häuptling vor allem auseinandernehmen, weil der doch recht nervig ist. Ich sage nur die Folge da, bevor wir in die Hafenstadt gegangen sind. Ich bringe die Namen irgendwie immer durcheinander. Weiß ich gar nicht, ist da eine Gnome da jetzt irgendwie hochgelaufen? Na, wir werden es ja sehen, wenn wir da angegriffen werden. Wo sind die alle hin? Aber ich meine, wenn der Häuptling sich nicht hier hochbegibt, warum sollten die anderen Gnome dann hochgehen? Ich sehe nichts. Alles ruhig. Ach nö, komm her. Na, dann wollen wir mal. Oh, ja, komm, ist jetzt angerannt. Aber wir haben schon sehr gut Schaden angerichtet. Hoffentlich finde ich die im Gebüsch noch wieder. Und hoffentlich heilt sich der Häuptling jetzt nicht. Wo ist die Waffe? Da. Ah, schwarze Wölfe. Hoffentlich haben die mich nicht bemerkt. Gut. Nochmal kurz speichern. Und wo ist denn jetzt deren Lager? Sie müssen doch hier sein irgendwo. Da ist der Häuptling. Der sich geheilt hat. Gut. Habt ihr zufällig einen Werkzeugbeutel dabei? Irgendwo gehortet vielleicht. Ich meine, sind ja Gnome. Und die sollen ja die Werkzeugbeutel haben. Alter, dreh dich doch mal hier. Wo kommen das Skelett her? Wo kommen die drei Skelette her? Ich glaube, das bringt's nicht. Wo kommt das vierte Skelett her? Aus der Ruine. Oh, scheiße, Alter. Drei Stachelratten, vier Skelette. Und ich habe kein Leben. Noch ein... Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Alter, das gibt's doch nicht. Na gut, okay, ich glaube, wir lassen das erstmal. Wir kommen da später irgendwann nochmal vorbei. Die beiden Gnome, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal weggeräumt. Und die eine Stachelratte, glaube ich. Den Rest können wir auch noch später machen. Oh nein, da sind die... Ah, Hilfe, wo muss ich hin? Da. Schnell weg. Da kämpfe ich lieber gegen die drei Wölfe. Und was ist hier? Ah, noch mehr Wölfe. Oh, Mann. Ja. Ich gehe jetzt zur Vulkanfestung. Ich lasse mich jetzt auf keinen
Kampf mehr ein, der unbedingt nötig ist. Der nicht unbedingt nötig ist. Wie diese hier zum Beispiel. Wenigstens hat er seine Kumpels nicht mitgebracht. So, weg mit dir. Speichern. Und wo kommen wir hier hin? An eine Sackgasse. Okay, also... hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Wir haben einen neuen Weg gefunden zu neuen Gebieten, aber nicht zu einem richtig coolen Tal eigentlich sogar. Richtung Osttempel eigentlich. Aber da will ich ja nicht hin, ich will ja hier hoch. Zur Vulkanfestung. Da müssen wir da, glaube ich, irgendwie auf dem Weg oder so. Da wird er sicher ein Weg sein. Aber ich gucke nochmal kurz nach, weil irgendwie, glaube ich, die Wölfe, haben die da nicht irgendwie was bewacht? Vielleicht kann ich von hier die Skelette auch wegsnipern. Aber ist mir jetzt egal. Ich will nur schauen, ob die Wölfe da nicht irgendwie einen Höhleneingang oder so bewacht haben. Durch den wir dann eventuell eine kleine Abkürzung zur Vulkanfestung freischalten können. Ja, eine Höhle auf jeden Fall. Und ich hätte mich vorher heilen sollen. Jo, das hätte ich tun sollen. Das kommt davon, wenn man immer so geizig ist mit den ganzen Sachen. Heiltränken und was es da nicht alles gibt. Ich meine, wir haben ja 22 Stück oder so, das wird ja reichen. Zumal es ja auch nur kleine sind. Und wir irgendwann sowieso auf die etwas stärkeren wechseln sollten. So, dann ist hier noch eine Hühnchenkeule. Na ja, komm, alle drei. Schaffst du. Halbes Hähnchen, halber Hahn und dann Rinnenkopf. Attacke! Berserker! Ja. Oh! Ja! Alter, du sollst zurück, weil ich nicht hochspringen. Lauf doch. Alter, du sollst über den drüber springen. Du bist doch so ein kleiner Spring ins Feld. Das klappt echt hervorragend. Häufige Speichern ist sinnvoll. Ja, häufige Sterben nicht so wirklich. Also das kann doch echt nicht wahr sein. Diese verdammten schwarzen Wölfe. Sie werden bald in ihren Wolfshimmel einfahren. Wie mein Schwert in ihr Leib. Und sie werden ihren Leib teilen. Wie ihre Qualen, die sie erfahren. Wenn ich mit meinem Schwert ihren Leib teile. Ja. 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 Dass sie sich auch immer bewegen müssen, ey. Und sich immer aufteilen und einen umrunden. Hier einmal an der Kante abstreifen. Ja. Dann könnt ihr schon mal von einer Seite nicht kommen. Ja. Ja. Ja.
Kann es sein, dass der Seitenschlag irgendwie viel schneller kommt als der normale? Ja. Wenn es auch nur ein paar Nanosekunden sind oder so. Das könnte wichtig sein. Ja. Wenn es ums Timing geht. Ja. Ja. Und wenn er genauso viel Schaden macht wie ein normaler Angriff, dann kann man dadurch ja schon einiges für sich entscheiden. Das ist wichtig in einem Gefecht. Na also. Wurde aber auch Zeit. So, dann schauen wir mal, was sie hier in ihrer Höhle gehortet haben. Wahrscheinlich noch mehr schwarze Wölfe. Warum haben Wölfe dann eine Truhe rumstehen und andere Kisten? Geschafft. Was ist denn das? Amulett, Jagdamulett, Geschicklichkeit und Schutz vor Stichwaffen plus 10. Nice. Schade, dass wir kein Jäger sind, aber gut, wenn man irgendwelche Ghule abknallt oder so, könnte das doch schon recht praktisch sein. Oh, fuck. Scheiße. Lauf, Junge. Vergiss den Pilz. So war das auch nicht gemeint. Von wegen Ghule abknallen. Ich hätte gerne eine Tür zum hinter mir zuknallen, dass der Ghoul nicht kommt. Habe ich ihn abgehängt? Ich glaube schon. Nichts wie weg hier, ey. Da kommen wir auf jeden Fall nicht zur Hafenstadt. Vulkanfestung, verdammt. Wir nehmen mal lieber den normalen Weg an der Hafenstadt vorbei. Wir kommen später wieder, wenn wir ein bisschen stärker sind. Oder besser ausgerüstet oder sowas. Auf jeden Fall nicht jetzt. Ich würde sagen, wir schlafen noch einmal ganz kurz in dem Hinterhof. In dem Lagerhaus vom Novizenhof. Ich habe genügend eigene Sorgen. Die sagen nix von wegen, hey, du bist Jäger, herzlichen Glückwunsch, hier hast du 1000 Gold. Na gut, dann eben nicht. So. Oh. Ist aber dunkel für den Morgen. Na, ja, nochmal kurz speichern. So, jetzt. Oh, oh. Au. Scheiße. Tiefe Gewässer sind tödlich. Ja, tiefe Sprünge auch. Soll vorkommen, dass er schon manch einer mindestens sein halbes Leben verloren hat. Was für ein Idiot. Also, ich meine, wie kann man nur eine Klippe runterspringen und dann davon ausgehen, dass man es überlebt, ohne einen Kratzer, also wirklich, wie realitätsfern muss man sein? Okay, gut, das akzeptiere ich noch. Das ist in Ordnung. Hier im Sumpf sind wir noch gar nicht rumgelaufen, oder? Da waren ja noch die ganzen Krallenfalter und so Moorleichen, glaube ich, auch. Aber die sind jetzt ja weg. Und da hatte ich dann, nachdem ich die Moorleichen weggehauen habe, hier die Gegend erkundet. Nein, das ist schon wieder so ein Ghoul. Was machen jetzt die ganzen Ghule hier? Das ist voll die unghule Angelegenheit. Ich grab mir gleich eine Ghule und leg mich rein, dann finden sie mich nicht. So, hier waren wir ja auch schon lange nicht mehr. Geht's hier zur Hafenstadt? Vulkanfestung. Jo, da geht's zur Hafenstadt. Den Geier nehmen wir noch kurz mit. So, hat er uns leider einmal getroffen. Doch das war einmal zu viel, denn dieser eine Schlag hat sein Ende bedeutet. Ach, warum läuft... Wenn der einen Seitenschlag macht, warum läuft er denn...
liegt dann auch noch zur Seite. Ja. Das wäre doch viel cooler. Viel effizienter. So im Vorbeigehen noch eine mitgeben. Dann kann man den Angriff gleich mit einem... Was war das denn, Alter? Mit einem, Ausweichen verbinden. Angriff und Ausweichen gleichzeitig. Das ist voll effizient. Erstens mal würde ich getroffen und zweitens man trifft. Eine Ogerwurzel, das ist auch sehr effizient. Eine schwache magische Heilung. Kurzbogen. Goldbeutel. Dietrich. Was man hier nicht alles findet. Aha, irgendwelche Kieselsteine, die runterfallen. Wahrscheinlich haben wir die losgelöst. Aber es kann auch sein, dass sich da jemand angeschlichen hat. Aber das bezweifle ich irgendwie ganz stark. Oh, Druidenschierling. Den sieht man ja gar nicht. Haben sie gut versteckt im hohen Gras. Im hohen Gras hat sich ein Druidenschierling versteckt. Ein wilder Druidenschierling greift an. Noch einer. Oh. Ja. Ja. Moment, ich will mal was ausprobieren. Na? Na? Okay. Alter, der hat aber echt oft getroffen. Unerwartet oft und ungewollt oft auch. Und ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Hier geht's ja gar nicht zur Vulkanfestung, das sind Wölfe, aber... Nein, ich will jetzt zur Vulkanfestung. Scheiß doch der Hund drauf.